rollen die Wildcats an diesem 8. Spieltag und während hier die Heimmannschaft, die SG BBM BTK. Fehler, schneller Aufbau über Witt, über Döll und da ist Suber mit einer klasse Parade. Moreski im Tor der SG. Jetzt wieder rum. Es schnell versucht über Wenfeld, die allerdings wieder ihre Meisterin. Douglas-Glotsch wackelt. Und dann Dolfer. Mit ihrer Größe kommt sie dann natürlich auch gut über die Abwehrspielerin der Wildcats. Nivia Domska. Reutal gut reingespielt, aber Gabriela Moreski sagt, nee. Den nehme ich mir. Über links durchgekommen, einmal komplett rechts rüber gespielt. Aber immer härter und die nutzt die Finte und trifft. Und auf der Gegenseite Sarah Suber mit einer klasse Parade. Aber ich finde, Union Halle-Neustadt macht das hier sehr, sehr, sehr gut. Emma Hertha, aber Moreski gleich mit einer Doppelparade. Da waren es nur noch zwei. Reutal mit dem Treffer. Der geht mal vorbei. Jetzt habe ich den Satz angefangen, jetzt muss ich ihn auch irgendwie sinnvoll zu Ende bringen. Kein Treffer. Isabel Andersson. Mit dem Tipp auf den Boden, aber dann. Und auch die Wildcats brauchen jetzt mal wieder eine positive Aktion. Reutal. Nächster Ballverlust. Klatsch, klatsch. Reutal versucht den Sieg zurück. So ein Ball geht auf Döll. Stark. Struss auf Hertha, aber Lendorf. Hertha. Drüber. Und schnelles Umschalten. Andersson findet und da mal der Versuch aus der zweiten Reihe. Wipper mit der WM-Pause für die Gäste. Jetzt ist es rum 21:19. Am 27. Dezember geht es dann für Union Halle-Neustadt gegen Sachsen-Zwickau zu Hause.